warte mal, Rot oder Grün fürs Rot. Grün und Rot gleich Gelb. Warte mal, von den Roten könnte ich jetzt auch noch ein paar herstellen. Zitrin. Bringt der mir irgendwas? Weil es so eine der letzten Stufen. Sag ich mal. Bringt der mir überhaupt irgendwas? Der Zitrin. Kann ich ihn weiterverarbeiten oder so? Ein Diamant würde mir was bringen, ja. Und, ich verwurschtel jetzt einmal ein bisschen. Also mal grün Dings. Das bringt nichts, ne? Da kriegen wir doch mal was auch raus irgendwie. Ne? Von wegen. Huch, guck mal an. Brauche ich von denen hier noch welche? Nee, ne? Vor allem, ich brauche ja einen Diamant, um die herzustellen. Mal so, by the way. Ich könnte noch einen Amethysten herstellen, ne? Glaube ich. Entschuldigung. Blau und Rot. Ja, Blau habe ich nicht mehr. Das tut mir leid. Ich hab nur Rot. Blau ist aus. Ja, deswegen kann ich die nicht mehr herstellen. Ne? Das hätte ich ein größeren davon herstellen können und dann seit noch was Größeres da schon. Aber der Gelbe bringt ja nicht viel. Ich kann mal gucken. Was der Obwohl Angriffsschaden. Aber ich habe schon einen davon. Nee, davon noch nicht. Moment, Entschuldigung. Halt, stopp. Davon noch nicht. Müsst ihr mal gucken, was die Maus drin hat. Einen blauen. Für Blitzschaden. Einen hellblauen. Nee, Lähmung ist das. Ah, Lähmung. Aber er hat ja irgendwie einen Pfeil, ne? In dem Sinne. Prost. Dann würde ich sagen, machen wir den. Ein Zitrin. Ein mega fetten Zitrin. Nicht ein Zitrön, nein, ein Zitrin. Oh Mann. Ich habe eine Waffe, ich weiß. Aber egal. Das ergibt auch nichts. Ist ja komisch. Hellblau mit Gelb ergibt gar nichts. Da fehlt wahrscheinlich Violett wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob er das überprüft oder nicht, wenn die Dings anders sind. Na gut. Kann man glaube ich auch nicht mischen, ne? So einfach. Genau, nein. Kaputt. Okay, ja gut. Dann will ich schauen. So, da hat auch noch einen davon drin, ne? Von den Methylis, verringert körperlichen Schaden. Habe ich davon noch einen? Die kleinen, ja. Oh, die sind ja ausgegangen ein bisschen, ne? So, dann würde ich sagen, dann geben wir die
an. Ja, ja, Lemo. Lemo ist toll. So, Zauberkraft. Brauche er nicht. Zauberkraft irgendwo. Wenn, dann braucht er Stärke. Und genau das ist es. Lichtschaden. Achso, Lichtschaden? Ja, gut. Ich dachte Schaden an sich. Stark bei Dunkelheit. Ja, gut. Ja, ich sollte. Ich sollte. Manchmal sollte ich. Ja, sollte ich. So, warte mal, der Magier. Magi. Der hat den. Was gebe ich ihm denn jetzt hier rein? Ja, der Grüne hatte bei, ja, bei Rüstung nicht viel gebracht. Glaube ich zum Beispiel. Der hat gebracht. Der Smaragd gegen Erde. Ja gut, ja, da haben wir jetzt auch hier unten ein bisschen rumwuseln, ne? Da haben wir auch rum, ja, gegen Magie braucht er nichts. Der ist resistent gegen Magie, ziemlich, ne? Weil es ein Magier ist. Also wäre ein Magier nicht gegen Magie resistent, dann wäre es verheerend. Dann hast du was falsch gemacht. Er erhöht die Chance auszuweichen. Ja gut, ausweichen ist... ist nicht schlecht, sag ich mal. Oder eben den hier, ne? 20 Sekunden lang. Ich glaube, es sind 20 Sekunden an, oder? Aber warum S20, nicht 20S? I don't know. Dann nippelt er nicht so schnell ab. Oder ich mache ihn schneller um. Abnippeln war schneller. Schneller abnippeln? Was? Nein, nicht stirb. Schneller. 3.0. Was? Hm. Oh Mann, den Film müsste ich eigentlich mit meiner Frau endlich mal gucken. Aber ich weiß nicht, der... Hm. Weiß nicht, der ist irgendwie so... Ich habe meinen Vorspann und so gesehen mit Tralala und... Ich weiß nicht, die ersten, die sind ja irgendwie so... Ich spiele der erste in New York? Ich glaube nicht, ne? Chicago oder irgendwo. Mit seiner Frau da und so. Also meine Frau ist ein bisschen in Bruce Willis. Unter anderem. Oder nur, aber... Er erhöht die Magie. Und bei was denn? Was so das? Ich glaube, den wollte ich da reinklatschen, oder? Gelb. Warte mal, ist noch gelb. Ja gut, auf der Zeitliste zurück und so. Ne? Aber komm, den habe ich jetzt gebastelt. Jetzt nehme ich ihn auch. So. Ich bastel doch nicht hier umsonst rum. Und eigentlich wollte ich mal auf die Karte blicken. Da ist der Palast der Sonne. Echt? Dann haben wir alles, oder wie, oder was? Ich weiß es nicht. Ich spiel's immer noch blind. Wenn wir durch sind, dann sage ich euch, dass wir durch sind, okay? Ist das in Ordnung? Alter, warum habe ich so wenig Sternenstaub hier mitgenommen? Hä? Wo soll da, mal ehrlich, wo soll da 15 mal Sternstaub sein und so? Wenn man jede Bude durchsucht, so weit es ging und. Hä? Ach so, ja, ich habe ja das Tor aufgemacht. LOL! Jetzt sind wir nicht durchs Tor gelatscht, also was ja hier ist. Bitte was? Achso, das ist das Kleid. Habt ihr schon mal ein Kleid über den Boden schleifen hören? Das klingt immer so. Auf was für Details sie hier achten.
Aber das ist genau, das ist schön. Das finde ich toll. Das ist wirklich so, wow. Und ja. Das sind unter anderem Dinge, die ein Spiel ausmachen. Ob es nachher wirklich gut ist oder auch nicht. Die ganze Optik, Atmosphäre etc. Ich frage mich gerade, was ist mit dem Schatz jetzt? Haben wir die Quest abgeschlossen? Ich glaube, nein. Erleuchte und folge Zynbels Hinweisen in allen Ecken. In alle Ecken. Um einen Goldschatz zu entdecken. Aber es könnte sein, dass die Sonne gemeint ist. Oh, Moment mal, wir haben ja noch Sachen im Inventar. Dass die Sonne gemeint ist. Und wir hatten hier wenig Magieresistenz. 145, okay. Und dementsprechend, ne, weil die Sonne ist ja auch gelb-gold. Komischerweise. Okay, 104. 209. 213. Ich dachte, der hätte weniger. 205. Also der hat gegen Magie am wenigsten. Aber ich weiß nicht, ob ich den nachher wirklich brauche unbedingt. Sie hätte dann 190. Gegen Magie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse das erstmal noch. Manchmal ist es gut, im Petto noch was zu haben. Ja gut. Falsche Taste, Entschuldigung, mein Fehler. Aber Magie. Oh Mann, also das wirklich nicht viel Magiepunkte. Dafür, dass du Level 50 auch noch bist, glaube ich, ist das nicht wirklich viel. Ich wollte gerade sagen, der hat nicht mehr als du. Unser Magier, der hat viele Magiepunkte. Und ich glaube, dem Magier werde ich auch die Magiepunkte weiterhin geben. Also sie kann ja auch nichts dafür, ne? Mal ehrlich. Und ja, man hat immer so zwei, drei Charakteren, wo man wirklich richtig spielt. Richtig stark spielt. Und ich glaube, unsere zwei Charakteren, die kleinen, sind hier ganz groß. Würde ich sagen. Und du kriegst noch ein bisschen Stärke oben drauf. So. Jetzt wisst ihr Bescheid. Immer auf die Kleinen und dann sollen sie groß werden. Haha! So sieht's aus. So, gehen wir mal hier lang. Trüdelülü. Hier ist es ja total wunderschön. Warte mal nach oben. Da fliegt gerade rum, die Lum. Okay. Und man kommt hier durch. Ja, moin. Augen auf, ne? Hallo. Na, wie geht's denn so? Das ist ein Hebel. Wisst ihr das? Das war Knuddel. Ja, bitte Knuddel. Ist das ein Drache? Ein Steindrache und ein... Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich Aqua, ne? Jetzt habe ich extra den Blitz hochgezogen. Noch zusätzlich quasi. Okay.
Okay, der Vogel hat jetzt nicht so viel abgekriegt. Okay, aber es hat gereicht. Wow. Zwei Hits weg, Wahnsinn. So, er hat wohl Fertigkeit und das ist schön. Vogel! Och nee, mit Zeit. Lol, nein. I hate it so much. Also man muss hier hoch. Das heißt, ich muss das Tor öffnen. Boah, wow. Im ersten Anlauf. Ich könnte über mich selbst erstaunt sein. Ich könnte echt erstaunt über mich selbst gerade sein. Wie in aller, ja, Gottswelt habe ich das gerade geschafft. Wow! Hammer! So, Blitz, 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 Batman, du bist... Ein Eisstein. Ist das jetzt Labitanstein oder ist das ein Stein? Ich weiß nicht, es sind zwei Steine. Ich hab keine Ahnung. So, und die sind am ersten dran, ne? Ja, am ersten. Zuerst. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der eine schützt sich gegen Magie. Kreis. Ist nicht so toll, oder? Okay, ja gut, wenn der Schutz dann halt mal nix wirkt, ne? Also kann vorkommen. So, ich nehme mal hier so ein bisschen Pünktchen und Anton. Und dann geht das los hier. Du konntest, glaube ich, Wasser nicht so gut vertragen, ne? Obwohl Vögel Wasser geben, ne? Das kennt man ja auch. Okay, Pfeile tun dem wohl auch nicht so dolle. Oh, ich schwitze mir heute einen ab, ey, das ist... Herrlich! Einfach nur. Herrlich! So, jetzt kann ich die Kiste öffnen, ne? Amethyst. Okay. Sollte ich nicht so blicken dürfen? Es kann sein, dass die Entwickler das nicht wollten, dass man das hier oben knacken kann, aber mein Gott. Hätte sein können. Naja, alles fit bei dir? Oh, ich hab so Kopfschmerzen. Ja komm, wir helfen dir. Wir hauen doch mal oben drauf. Dann tut's gleich mir mal weh. So, warte mal, ihr seid doch beide stark. Warum krieg ich denn jetzt die lauter Steine vorgesetzt? Mal ehrlich. Stein ist, glaube ich, Erde, oder? Also hier die Steine und so. Ne? Ihr seht schon. Ja gut. Es sind Steine, wie sonst keine. Ja gut. Ich glaube, mir geht's auch nicht mehr so gut, ne? Aber ob ich ihn noch aufhalten kann. Also ich versuche mal den Doppelschuss hier auf ihn. Nee, ich kann ihn nicht mehr aufhalten, aber. Ich kann ihn mal eben kurz vernichten. Das ist auch eine Alternative, oder? Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht gelaufen.